Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Je älter der Mensch, desto mehr Pillen auf dem Nachttisch. Und das fängt ja im Grunde genommen schon mit 70 an. Wenn man also dann wegen einer Krankheit ins Krankenhaus muss, dann bietet es sich an, dass der Arzt auch auf die anderen Wehwehchen und Krankheiten des Alters ein Auge wirft. Und viele ältere Patienten sind deshalb gut aufgehoben in der Geriatrie. Bei mir ist Karl Hameister. Er ist ärztlicher Leiter der Geriatrie im Asklepios Klinikum Harburg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Hameister. Sagen Sie uns, so eine klassische Patientin oder so ein klassischer Patient, ganz typisch, wie sieht der für Sie aus? Ich stelle Ihnen mal vor, Frau M., die ich mir jetzt ausgedacht habe, die ganz typisch wäre. Frau M. ist 83 Jahre alt, verheiratet, eigentlich noch ganz fit, fährt noch Fahrrad zum Beispiel, und nun ist sie unglücklicherweise mit ihrem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei den Oberschenkel gebrochen. Kommt jetzt ins Krankenhaus, wird bei den Unfallchirurgen aufgenommen und gleich operiert, und wenige Tage später wird sie dann in die Geriatrie übernommen und wir machen die geriatrische Rehabilitation. Das ist der Oberschenkel. Und jetzt sagten Sie, man muss auch die Dinge, die um den Oberschenkel herum so passieren, bedenken. Und meine Frau M., die hat jetzt den Ehemann halt zu Hause, und Herr M., der zu Hause geblieben ist, ist ohne seine Frau ziemlich hilflos, stellt sich heraus. Also sie hat ihm gesagt, was er machen soll, und er ist schon 86 Jahre alt, ist eigentlich noch ganz gut zu Fuß, aber zum Beispiel alleine einkaufen oder Wäsche waschen oder gar kochen oder sowas, das hat er halt nie gemacht, das kann er nicht. Jetzt gibt es, sagen wir mal, drei Kinder, eine Tochter und zwei Söhne. Zwei wohnen leider ganz weit weg, aber eine Tochter in Finkenwerder immerhin, also das ist nicht so weit von Harburg entfernt. Und die merken jetzt, oh, um Vater müssen wir uns ja ganz schön kümmern, denn ohne unsere Mutter ist ja ganz schön hilflos. Und die Frau M., die jetzt eigentlich ja wegen des Oberschenkelhalses bei uns liegt und behandelt wird, die denkt eben auch die ganze Zeit an ihren Mann, der zu Hause ist im Einfamilienhaus und vielleicht nicht gut zurechtkommt. Und sie kann sich gar nicht so recht darauf konzentrieren, dass sie ja jetzt eine Reha wegen ihres Oberschenkels machen soll. Genau. Und sie hat diesen Knochenbruch. Hat sie denn auch selber noch andere Erkrankungen, die sie geriatrisch interessant machen? Also sie hat zum Beispiel Diabetes. Der ist aber gut behandelt. Das hat sie immer gut hinbekommen. Um die Operation herum mag das etwas entglitten sein, aber das kriegen wir schnell wieder eingefangen. Bluthochdruck nimmt sie ein paar Tabletten. Das ist relativ unproblematisch. Was sie jetzt allerdings hat, ist, dass sie überhaupt nicht schlafen kann. Ja. Und auch vorher hat sie sich schon, wie man rausbekommt, viel Gedanken darum gemacht, Mensch, wie wird das eigentlich mal? Wir sind jetzt 83 und 86 und das Einzelhaus, da müssen wir mal nach oben, um ins Bad zu kommen, ja, und ins Schlafzimmer. Ja. Und sie grübelt nachts. Das ist also sicherlich auch was eine behandlungsbedürftige Erkrankung wird. Ja, wie können Sie ihr denn helfen in der Komplexität ihrer Situation? Also wir können zum einen das mal uns anhören, dass sie uns erzählen kann, worüber sie so sich eigentlich Gedanken macht. Nämlich nicht nur über ihren Oberschenkel und ob die Wunde gut zuheilt, sondern auch fragen wir sie, können Sie denn schlafen? Sagt sie, ganz schlecht. Was gibt es denn da für Gründe? Ja, mein Mann zu Hause und ich mache mir Sorgen, was wird aus ihm? Und dann können wir zum Beispiel sagen, gut, dann telefonieren wir jetzt mal mit ihrer Tochter, die wohnt ja in Finkenwerder, und gucken mal, ob die das vielleicht doch im Moment auch ganz gut auffangen kann. Und dann ist auch Frau M. wahrscheinlich beruhigt, wenn wir sagen können, ja, ihre Tochter nimmt sich eine Woche Urlaub und kümmert sich um den Vater. Und ihnen können wir auch vielleicht jetzt, damit sie ein bisschen besser schlafen können und nicht die ganze Nacht grübelnd wach liegen, auch ein Mittel geben, damit sie eben besser schlafen können. Jetzt ist es ja bei den Kindern in Gänsefüßchen, also bei der nächsten Generation, auch irgendwann das erste Mal, dass man die Eltern unterstützen muss oder den zu Hause gebliebenen unterstützen muss. Können Sie denen da auch weiterhelfen, worauf es da so ankommt? Ja, also wir haben zum Beispiel im HK Harburg eine gute Kooperation mit der sogenannten Angehörigenschule. Das ist eine Institution, nenne ich es mal, besteht natürlich aus Menschen, die dann telefonieren mit Angehörigen. Im Moment leider alles telefonisch zu Corona-Zeiten, sonst gibt es auch richtig Kurse, wo man lernen kann, wie man zunehmend Hilfsbedürftige, meistens sind es ja die Eltern, manchmal sind es auch die Ehepartner, wie man die versorgen kann. Also wie man zum Beispiel darauf eingeht, dass jemand nicht mehr selber seine Medikamente nehmen kann, sondern das vergessen würde. Und, ja.
Es scheint mir jetzt ja so, dass die, dass Ihre geriatrische Abteilung einen sehr großen Blick und einen sehr, also diesen großen Blick sehr wichtig nimmt auf die Angehörigen. Ich möchte dennoch noch mal zurückkommen auf die Patienten selber. Also man fragt sich ja auf Anhieb, warum reicht es nicht, dass Frau M. Bei den Orthopäden bleibt und der Knochenbruch heilt? Denn ansonsten ist sie ja ziemlich fit. Welche Begleiterscheinungen oder welche Besonderheiten haben denn Senioren außerdem, wenn sie behandelt werden müssen gegenüber jüngeren Menschen? Ja, also wenn jemand zum Beispiel nach so einer Operation das Bein, was operiert worden ist, nicht gleich voll belasten darf, sondern nur teilbelasten darf, weil der Knochenbruch so weit unten liegt, dass man bestimmte Schrauben einsetzen musste, die eben nicht sofort voll belastungsfähig sind, ja. Dann muss man junge Leute, die sportlich sind, die gehen dann mit Unterarm Gehstützen und halb hinkend, das schaffen über 80-Jährige in der Regel nicht. Das heißt, wir müssen mit denen an einem hohen Gehwagen zum Beispiel üben, das gesunde Bein voll zu belasten. Und wenn das gesunde Bein den Schritt nach vorne setzt, das kranke Bein dadurch zu entlasten, dass man ganz viel Gewicht in diesen hohen Gehwagen reinsetzt. Das erfordert deutlich mehr Übung und auch einfach mehr Zeit. Das merken die Leute nicht so schnell, sondern brauchen einfach mehrere Wiederholungen, bis sie das verstanden haben. So darf ich mich jetzt bewegen und nicht anders. Mhm. Und unser Therapieprogramm in der Geriatrie, das ist relativ standardisiert, muss man sagen, beinhaltet eben eine halbe Stunde Physiotherapie am Tag und eine halbe Stunde auch Ergotherapie, wo man auch zum Beispiel wieder vertraut gemacht wird damit, wie kann ich mit so einer Behinderung jetzt mich waschen und anziehen. Es ist ja nicht so ganz banal, wenn man schon vorher ein bisschen Schwierigkeiten hatte, sich die Socken anzuziehen, dass man dann mit dem gebrochenen Bein das wieder hinbekommt. Mhm. Thema Medikamente, das spielt ja auch so eine Rolle. Frau M. ist ja total fit, scheint mir. Wäre jetzt Ihr Mann bei Ihnen, dann kommt der vermutlich mit so einer Tüte voller Medikamente bei Ihnen an. Und da steht unter Umständen auch ein Ablaufdatum drin, das man gar nicht mehr wissen will, oder? Ja, gibt es. Also sehr umfängliche und oft auch unübersichtliche Medikamentenlisten, auch zum Teil mit Präparaten, deren Wirkung sich entweder vervielfältigt und schwerere Nebenwirkungen macht oder auch aufhebt. Ja. Genau, wir gucken uns solche Listen an und gucken, was ist vielleicht entbehrlich, was hat jemand mal gebraucht, weil er irgendwann mal eine entsprechende Beschwerde hatte. Was ist vielleicht in dem Alter auch gar nicht mehr günstig einzunehmen, was kann man entweder ganz weglassen oder auch durch besser verträgliche Medikamente im Alter ersetzen. Gibt es da Unterschiede? Ja, es gibt zum Beispiel bei den Antidepressiva Unterschiede zwischen den sogenannten trizyklischen Antidepressiva, die es schon viele, viele Jahre gibt, die man Älteren nicht empfiehlt. Und den einem Medikament, was wir sehr viel einsetzen, das heißt Mirtazapin. Das ist eben kein Trizyklikum und lässt aber auch Grübeleien gut in den Hintergrund treten und gut schlafen. Ja, ich glaube, dass der Organismus sich ja doch verändert, was die Aufnahmefähigkeit von Medikamenten angeht. Ist das so? Also man reagiert empfindlicher oder weniger empfindlich, ja, auf übliche Medikamente? Genau, viele Medikamente werden einfach auch langsamer verstoffwechselt, also werden langsamer abgebaut, weil insbesondere Leber und Nieren, die das ja für uns erledigen, die Stoffe auch wieder zu entsorgen, nicht im höheren Lebensalter eben deutlich langsamer arbeiten. Mhm. Und es gibt so ein paar Nebenwirkungen an Herz und Blase, Augen auch, die besonders bei diesen trizyklischen Antidepressiva eben gravierend werden können. Dann kriegt jemand Herzrhythmusstörungen oder kann nicht mehr Wasser lassen oder sowas. Oder? Ja, jetzt gerade, wo wir über Antidepressiva sprechen, Sie sind ja Psychiater und Neurologe, mhm, und haben deshalb sicherlich auf diesen Bereich auch einen ganz besonderen Blick. Man hört ja auch immer wieder von Patienten, die nach Operationen Verwirrtheitszustände haben, was ja gar nicht so selten zu sein scheint und, glaube ich, auch in ihren Alltag gehört, oder? Ja. Die sogenannten Delirien, ja, also ja, eine sehr ernsthafte Erkrankung um eine Operation herum, die auch bedrohlich ist. Nicht nur, weil das, was die Menschen erleben, tatsächlich wirklich bedrohlich ist. Die sehen ja manchmal Dinge und hören, die zum Beispiel alte Kriegserinnerungen oder sowas wieder hochrufen. Das macht ganz viel Angst. Und es ist auch tatsächlich medizinisch bedrohlich. Also das Risiko, dann an Komplikationen zu versterben, wird durch so ein Delir deutlich höher.
Das muss behandelt werden. Und es ist, je älter die Menschen werden, umso häufiger, gerade mit so einer umfangreichen Vormedikation. Ja, das ist schon der ganze Mensch, auf den Sie da schauen. Ja. Was ist das Ziel? Also wenn man den Vorschlag bekommt vom Arzt, ach, ich würde Sie gerne geriatrisch behandeln lassen, ist das eine Endstation? Nee, ganz im Gegenteil. Also wir machen Reha. Wir gucken auch tatsächlich, bevor wir eine Behandlung beginnen, ist da überhaupt Reha-Potenzial? Also zum Beispiel Patienten, die schon vorher im Pflegeheim gelebt haben und Pflegegrad 5 hatten und sowieso nur im Bett liegen konnten und eigentlich kaum noch was selbst machen konnten, da sagen wir auch, besser ist, die werden in ihre vertraute Umgebung zurückentlassen und das, da kann man auch mit einer Rehabilitationsbehandlung nichts mehr helfen. Aber die Frau M. zum Beispiel, die soll am Ende der Behandlung, wenn es gut läuft, wieder nach Hause kommen und vielleicht noch ein bisschen ambulante Physiotherapie machen. Möglichst sich nicht sofort komplett um ihren Mann kümmern müssen, sondern dass man da eine Lösung findet, dass sie sich weiter um sich selber kümmern kann. Aber eine Endstation ist das auf jeden Fall nie. Sie haben ja auch diese Tagesklinik. Die habe ich so verstanden, wenn es noch zu viel ist, stationär, aber zu wenig für einen niedergelassenen Arzt. Sehe ich das so richtig? Genau, das ist also weder ambulante Behandlung noch vollstationäre Behandlung, sondern eben sogenannte teilstationäre oder tagesklinische Behandlung. Da werden unsere Patientinnen und Patienten morgens mit einem Taxi von zu Hause abgeholt. Der Radius, den wir da bedienen können, ist so ungefähr 10 Kilometer. Also Süderelbe-Raum wird ganz gut abgedeckt. Bleiben von 9 bis 15 Uhr in der Tagesklinik. Haben einen Raum, wo sie ein bisschen ruhen können, auch, aber kein richtiges Bett mehr. Bekommen sehr intensiv Physiotherapie, Ergotherapie, wenn notwendig, Logopädie, Neuropsychologie. Und eine tägliche ärztliche Visite, wo wir auch nochmal auf die Medikamente schauen und Laborwerte und sowas. Und das machen wir 3 Wochen lang. Und das ist so eine Phase, in der also so eine 2-mal die Woche Krankengymnastik, was man normalerweise beim niedergelassenen Arzt bekommen kann, wenn man Glück hat, eben noch nicht ausreichen. Okay, aber dennoch, man ist abends zu Hause und am Wochenende zu Hause. Genau, man ist nur von Montags bis Freitags von 9 bis 15 Uhr bei uns und hat die restliche Zeit in seiner vertrauten Umgebung. Und was gewinnt man in der Zeit? Also was für ein Krankheitsbild wäre das? Wofür Sie das empfehlen? Das machen wir eher selten, dann ist so orthopädisch, unfallchirurgisch, aber auch. Ja. Das ist eher was für Schlaganfallpatienten. Die sind da vordringlich. Oder Patienten, die zum Beispiel im Rahmen einer internistischen Erkrankung wie Lungenentzündung oder sowas und einer Begleiterkrankung wie ein Parkinson-Syndrom sich deutlich verschlechtert haben von ihrer Mobilität. Für die wäre das. Ja. Haben Sie Patienten, die immer wieder gerne bei Ihnen buchen möchten? Ja, wir haben tatsächlich, also die Krankenkassen müssen das ja auch alles bezahlen. Das heißt, wir können die nicht ewig lange behandeln, aber es gibt so eine Regel, dass man alle halbe Jahr das tatsächlich wiederholen kann. Und wir haben Patienten, die sich von uns verabschieden und sagen, dann sehen wir uns in einem halben Jahr wieder. Ich werde meinen Hausarzt bitten, mich wieder einzuweisen. Und meinen Sie jetzt damit die Tagesklinik? Ja, bei den Stationären muss man sagen, da verabschiede ich mich in aller Regel mit den Worten, ich sage Tschüss und nicht auf Wiedersehen, weil ich natürlich niemandem wünsche, dass er wieder ins Krankenhaus muss. Mhm. Ich füge dann aber immer hinzu, aber sollten die Ihnen mal wieder irgend so ein Missgeschick passieren und Sie brauchen eine Rehabilitationsbehandlung, sind Sie uns herzlich willkommen. Dann behandeln wir Sie auch gerne wieder. Aber lassen Sie sich ein bisschen Zeit. Herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Bleiben Sie gesund.